Die Insider, die spannendsten Journalisten des Landes, diskutieren die Themen des Tages. Die Insider, kontroverse Positionen und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Die Insider, nur auf OE24TV. Willkommen zu unserem heutigen Insider-Gespräch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es ist nach wie vor das Top-Thema dieser Woche. Andreas Babler ist nun doch der SPÖ-Chef. Am vergangenen Wochenende, am Samstag, hat der SPÖ-Bundesparteitag in Linz stattgefunden. Hier wurden die Stimmen vertauscht. Hans-Peter Doskozil wäre der SPÖ-Chef gewesen. Laut letzten Samstag, am Montag, wurden dann die Stimmen nochmal neu ausgezählt. Dann hieß es, Andreas Babler ist nun doch der SPÖ-Chef. Und nach einer weiteren Gegenprobe, dann am Dienstag, hat Andreas Babler die Wahl auch angenommen und somit ist er offiziell SPÖ-Chef. Und über seine Optionen wollen wir heute sprechen mit dem Physiker Werner Gruber. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind ja auch SPÖ-nah. Und nein, ich bin nicht SPÖ-nah, ich bin Mitglied der SPÖ und Bildungsreferent meiner Sektion. So ist es. Weil es Unterschied nahestehen als nur, ja, ich bin eh dabei, wenn es grob passt. Sie sind mittendrin im Geschehen bei der SPÖ und daher Ihre Einschätzungen gleich. Und der ehemalige FPÖ-Nationalratsabgeordnete Robert Luger. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Tag, danke für die Einladung. Herr Gruber, Sie sind mittendrin im SPÖ-Geschehen. Nein, ganz mittendrin bin ich auch nicht. Ich bin nicht im Präsidium oder im Vorstand. Ich nehme das aber auch Sie aus den Medien wahr. Was passiert? Ja, man beobachtet es. Und natürlich muss man sagen, ja, die letzte Woche war spannend und wir brauchen nicht darüber reden, dass eine Wahlkommission die Schande der 19, wo ich wirklich jeden sagen muss, nicht nur die Frau Grubesser sollte zurücktreten, sondern wirklich die gesamte Wahlkommission, weil das ist eine blamable Angelegenheit. Umgekehrt, und das ist jetzt das Schöne, es ist zum Glück nichts, es ist kein Schaden der Republik entstanden, es ist kein Steuergeld verschlampt worden, es ist eine parteiinterne Angelegenheit, die blamabel ist, aber es ist zum Glück jetzt nicht so, was passiert wird, dass man sagt, ja, die Leute müssen darunter leiden, weil Mindestsicherung gekürzt ist, weil das Gesundheitssystem von einigen Parteien an die Wand gefahren ist und. Also da gibt es schon einige. Oder ich nehme jetzt den Herrn Betzner her, der jetzt verurteilt worden ist. Also das Ganze ist zum Glück aus dem strafrechtlichen Bereich. Und man muss eins dazu sagen, es hat schon ein paar ganz lässige Sprüche gegeben. SPÖ, mit uns können Sie rechnen. Ja, es sind schon nette Sprüche auch dabei gewesen. Blamabel auf alle Fälle. Ja, es ist blamabel, sagt der Herr Gruber. Herr Luger, laut aktuellen Umfragen, die wir auch hier immer auf OE24TV präsentieren, profitiert nach wie vor die FPÖ. Die FPÖ ist nach wie vor führend in den Umfragen, die wir hier auch auf OE24TV immer wieder präsentieren. Wie sehen Sie die Entwicklung in der SPÖ? Wie sehr hat man sich hier jetzt selbst beschadet und beschmutzt in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten? Ja, also wenn die FPÖ in den Umfragen ganz weit vorne ist, dann ist das ja ganz selbstverständlich, weil es die einzige Partei, auf die man sich noch verlassen kann. Wenn man sieht, dass die SPÖ, und da ist ja nicht nur dieses Debakel am Parteitag zu nennen, sondern auch die Mitgliederbefragung, da gibt es ja Gerüchte, dass hier Tote gewählt haben. Das heißt, das sind von toten Mitgliedern die Unterschriften gekommen, beziehungsweise die ausgefüllten Befragungsbögen. Und auch dem ist man nicht nachgegangen. Natürlich dann auch nicht den fehlenden Stimmen. Das heißt, da ist einiges im Argen. Und dann ist ganz, ganz klar, dass natürlich eine verlässliche Partei wie die FPÖ dann natürlich auch dementsprechend profitiert. Aber ich möchte gar nicht so sehr darüber reden, was da alles passiert ist. Das haben wir, glaube ich, schon ausgebreitet. Wenn man sich anschaut, wer ist da jetzt derjenige, der den Kanzleranspruch stellt? Denn die SPÖ und der Herr Babler stellt den Kanzleranspruch. Und wir sehen, das ist kein Marxist, es ist ein Brachial-Marxist. Mhm. Denn wer auf der Veranstaltung, also auf der Wahlveranstaltung seine Rede gehört hat, bei Minute 24, bitte sich das anzuhören, für alle transparent, bei Minute 24 sagt er Folgendes. Er sagt, auf die Frage, wer soll das alles bezahlen, nämlich seine Segnungen, seine guten Ideen, wer soll das bezahlen, dann sagt er, diese Frage weise ich zurück, denn diese Frage ist unmoralisch. Also wir sind in einer ganz neuen Kategorie. Da gibt es tatsächlich jemanden, der Kanzler werden will und der sagt, auf die Frage, wer soll das bezahlen, all diese sozialistischen Segnungen, sagt er, das ist eine unmoralische Frage. Das wäre so, als wenn ich mich hinstellen würde und sagen würde, wir verdoppeln die Pensionen und auf die Frage meines Gegenübers,
na, wie können wir uns das leisten, zu sagen, das ist eine unmoralische Frage. Und genau in dieser Kategorie ist der Herr Babler, und das halte ich für noch gefährlicher als die Tatsache, dass die SPÖ nicht zählen kann. Herr Luger sagt... Darf ich nur ganz kurz eine Replik? Sie haben so schön gesagt, man kann sich auf die FPÖ verlassen. Meinen Sie damit, dass das Gesundheitssystem unter Hartinger Klein zerstört ist und wir jetzt mega Probleme haben, dass ich bis heute von der FPÖ zu dem Thema Bildungssystem und 25% funktionelle Analphabeten in Österreich von den Volksschulabgängern bis heute noch kein einziges Statement gehört habe, dass das, was ich zum Thema Klimaschutz höre, wird sogar der Klimawandel geleugnet mit Halbwahrheiten, wo der Kickl seine Wählerinnen und Wähler glatt anlügt mit Halbwahrheiten. Da muss ich sagen, verlässlich kann man sagen, ja, tatsächlich kontinuierlich relativ viel Blödsinn. Schauen Sie, ganz das Gegenteil ist der Fall, was Sie sagen. Wir hatten genau 2 Jahre Bildung, Zeit 25%? Und in diesen 2 Jahren haben wir so viel auf den Weg gebracht, was Sie wahrscheinlich in 30 Jahren nicht auf den Weg bringen. Das Gesundheitssystem habt ihr tatsächlich in einem halben Jahr mit der Hartinger Klein zerstört. Das ist definitiv ein totaler, ja. Gehen wir in die Spitäler. Schauen wir von Innsbruck bis Eisenstadt. Ich weiß, dass Sie von der SPÖ ablenken wollen, aber bitte bleiben wir gut, dem. Jetzt bleiben wir ganz genau, wir bleiben bei kommen SPÖ wir zum Thema der Vermögenssteuern. Andreas Babler hat sehr stellen wollte. Andreas Babler hat sehr klar gesagt auf die Frage, wie soll das Ganze bezahlt werden mit Vermögenssteuern. Und wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass tatsächlich nicht alle Unternehmen, die kleinen Unternehmen, die 3, 4, 5 Mitarbeiter haben, die haben eben Ortsprobleme gehabt. Aber da hat schon ein paar sehr große gegeben. Schauen wir uns jetzt an, was jetzt gerade mit Kicker und Leiner ist. Der Herr Benke und ich glaube, sehr ÖVP nahestehend, mega Gewinne gemacht. Wie viele Millionen hat er gemacht? Und am nächsten Tag werden die Leute rausgeschmissen. Naja, ist das moralisch? Nein, ist in meinen Augen nicht moralisch. Da hat jemand Murz Rehbach gemacht. Und ganz ehrlich, den Rehbach, ein Teil davon wäre durchaus sinnvoll und vernünftig. Und damit wissen wir auch schon, wie das Ganze finanziert wird. Also, wenn Sie den Herrn Benko, heißt er übrigens nicht Benko, Benko, ja. Auch der Herr Babler hat ihn falsch ausgesprochen, ja. Aber der kennt ihn natürlich auch nicht. Ist ein guter Freund von der ÖVP, das wissen wir. Ja. Und es wird mit der ÖVP fest gebackelt. Da sind wir als Freiheitliche natürlich auch dagegen, dass das passiert. Aber nochmal zurückzukommen auf die SPÖ. Der Herr Ludwig hat ja fest applaudiert, ich habe das gesehen im Livestream, wie er fest applaudiert hat, Herrn Babler, immer dann, wenn es darum gegangen ist, den Menschen zu helfen und die Menschen sozusagen nicht im Stich zu lassen. Und was macht der Ludwig in seiner eigenen Stadt, nämlich in Wien, mit der Wienenergie, da werden die doppelt oder dreimal so hohen Preise verrechnet für jene Menschen, die es sich tatsächlich nicht leisten können und die verzweifelt sind. Und hier könntet ihr mal zeigen, dass ihr tatsächlich Sozialdemokraten seid. Und was macht ihr? Genau das Gegenteil, weil da geht es um euer Geistl. Da geht es um euer Geistl und da vergesst ihr schnell, dass ihr Sozialdemokraten seid. Und wenn es um das Geistl der anderen geht, dann seid ihr schnell da, mit Vermögensteuern zum Beispiel. Und das gibt es einen guten Spruch, den würde ich noch gerne abschließend sagen. Die Sozialisten wissen genau so viel vom Geld, dass sie es von den anderen haben wollen. Und genau das ist die Politik, die ihr macht. Ihr sagt, wir nehmen den Reichen, geben den Armen. Und was passiert letztlich? Und wo ihr regiert habt, haben wir es ja gesehen, ihr nehmt es vom Mittelstand. Und deshalb wird der Mittelstand immer ärmer. Und die ganzen Armen haben auch nichts davon. So, jetzt würde ich gerne zu den, eingangs... zur Energie. Ich glaube, gestern hat der Stadtrat Hanke dazu eine Pressekonferenz gegeben. Ich glaube, ein Paket über 300 Millionen Euro, was für die Stadt Wien durchaus eine beachtliche Summe ist, sollte hier aktiviert werden. Also, und jetzt nehmen wir das her, wenn man sagt, gerade Wien ist ein Beispiel dafür. Wo sind im Moment die teuersten Grundstückspreise oder Wohnpreise? Nein, das ist nicht Wien. Das ist Salzburg, das ist Innsbruck und, und. Wir haben zum Beispiel im Gemeindebau immer noch, und ich habe jetzt vor kurzem eine Studentin von mir, war in Paris, die hat sich ein 9 Quadratmeter Zimmer genommen und hat dafür 1200 Euro gezahlt. Wir haben heute das Problem, dass in London die Kindergärtnerinnen nicht einmal mehr ins Zentrum reinfahren, weil ich bin nicht bereit, weil die sind nicht bereit, 2 Stunden Fahrzeit auf sich zu nehmen, weil sie sich tut und keiner mehr was leisten kann. Schauen Sie, versuchen abzulenken. Nein, ich verlenke es geht nicht darum, ab. Der Herr Babler ist ein Marxist und ein Marxist hat in Österreich es ist eine Frage des Respekts, den anderen ausreden zu lassen in einer Demokratie. Und wenn Sie den Marxismus ansprechen. Ich weiß, dass Sie sich versuchen auszureden. Nein, ich rede mich nicht aus. Entschuldigen Sie, es ist eine Frage des Respekts, des Gegenseitigen. Ich habe Sie ausreden lassen, es wäre sehr freundlich und höflich und auch im Sinne einer Demokratie, auch andere ausreden zu lassen. Erstens einmal, ich glaube nicht, dass Sie wissen, was Marxismus wirklich bedeutet. Sicher besser als Sie. Gut.
Ich würde es nicht fragen. Na, dann frage ich doch gleich mal, was ist denn der Unterschied zwischen Marxismus und Trotzkismus? Ja, ich kann Ihnen sagen, was der Unterschied zwischen einer demokratischen Partei und einem Marxisten, nämlich der Marxist will all jene enteignen, die Besitz haben. Er will den Besitz verallgemeinern und das ist genau das, was Sie nicht wollen. Wir wollen Privatbesitz, wir wollen nicht eat the rich, was Sie anscheinend wollen. Eat the rich ist Neoliberalismus. Eat the rich ist Neoliberalismus, ganz genau. Ja. Da haben Sie in Adam Smith leider falsch gelesen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, wir brauchen keine Marxisten und wenn Sie sich davon distanzieren, ist das schon einmal ein guter Einstieg. Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass wir das jetzt einmal vielleicht kurz im Sinne der Volksbildung betrachten. Marxismus ist eine philosophische Lehre und Marxismus ist nicht gleichzusetzen mit dem Kommunismus. Also der Kommunismus ist aus dem Marxismus entstanden und das, was wir hier in Österreich immer so vor Augen haben und das auch eine barharte Diktatur gewesen ist, der Stalinismus. Historisch gesehen haben Marx und Engels sich gesagt, findet man das so besonders lässig, dass wir reden jetzt von einer Zeit 1880, wo praktisch es nur ganz wenige Großgrundbesitzer gegeben hat und wo es, ich sage jetzt nur die Ziegelwerke, die Tragewerke, wo ein paar hat die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgebeutet worden sind. So, das, und der Marx hat gesagt, das finde ich jetzt nicht besonders lässig und deswegen findet man es vernünftig, dass es Marktregulationen gibt. Diese Marktregulationen können relativ milde ausfallen oder sogar sehr brutal. Das, was dann die Sowjetunion gemacht hat, das war eine sehr brutale Variante, die dann auch in einer Diktatur, und ich glaube, jeder Sozialdemokrat wird sich von dieser Sowjetunion, wie wir sie hatten, massiv distanzieren. Aber, und jetzt nur diese eine wichtige Frage, denken wir an die Corona-Zeit zurück, die Marktregulationen, wo jeder immer sagt, man darf nicht in den Markt eingreifen. Was war mit den vielen Unternehmen geschehen, von der Pizzeria ums Eck bis zum kleinen Handwerksbetrieb, wenn es die Corona-Förderungen nicht gegeben hätte oder wenn es die Kurzarbeit nicht gegeben hätte? Das war eine Umverteilung. Das war eine Umverteilung, wo wir unser Steuergeld genommen haben, um. Und jetzt kann man darüber diskutieren, ob es die Regierung geschickt gemacht hat oder nicht. Über diese Kleinigkeiten. Aber wenn wir sagen, okay, darauf verzichten wir, dann schauen wir uns an, was passiert wäre, wenn wir diese Umverteilung nicht gemacht hätten. Für die Ausführung jetzt würde ich gerne auch ein paar Fragen stellen, wenn ich auch was sagen darf. Und warum? Zwar, ich wollte auch mal kurz was sagen, nach 10 Minuten. Und zwar wollen wir auf die Eingangsfrage eingehen, welche Option hat Andreas Babler? Herr Luger hat das im Anfangsstatement gesagt, dass Babler als SPÖ-Chef den Kanzleranspruch stellt. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch? Naja, ich zitiere jetzt den Herausgeber und der das ganze Studio hier zahlt, der Herr Fellner, ist am Samstagabend hier gesessen, hat mit einem diskutiert und er hat mir die Frage gestellt, Herr Gruber, war nicht der Fellner, Andi Babler geschickt als der brachial Droskozil, wortwörtlich, ich glaube, ziemlich wortwörtliches Zitat, weil der Babler doch viel mehr und so weiter und so fort. Andi Babler wird jetzt eines machen. Er wird jetzt sowohl ein Team zusammenstellen, das ihn, also er hat eine breite Unterstützung unter den Sozialdemokraten. Das Zweite ist, er wird jetzt einmal personelle Konsequenzen setzen, sowohl innerhalb der Löbelstraße als auch sein politisches Team. Und ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten Tagen und Wochen was sind die wichtigsten Probleme, die wir haben in Österreich, sich auch mit Fachleuten beraten wird und dann mit einem coolen Konzept kommen wird und sagen so, und genau das und das ist zu machen. Skizziert hat das am Parteitag, wo er sagt so, wir müssen uns um die kümmern, die sich nicht um sich selber kümmern können. Und das ist das, was eigentlich die Grundidee der Sozialdemokratie ist. Und da muss ich jetzt sagen, da war auch zwischen Hans-Peter Doskozil und Andi Babler kein so großer Unterschied. Da hat es dann marginale Unterschiede gegeben, soll der Mindestlohn gesetzlich oder über die Gewerkschaft kommen. Das ist dann jetzt eine Detailfrage. Ja, innerhalb der Sozialdemokratie wichtig. Aber dass wir sagen, okay, sowas wie einen Mindestlohn oder eine Arbeitszeitverkürzung, das ist schon ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht nur in dem Zusammenhang. Ja, darf ich die Die Produktivität in den letzten Jahrzehnten ist so massiv angestiegen. Und wir haben auch gesehen, dass die Firmengewinne so massiv angestiegen sind, jetzt auch insbesondere in Corona, dass man da schon sagen muss, naja, da würde man ehrlich gesagt das Arbeitnehmer schon auch gern mitnaschen. Ja, Herr Luger? Ja, also Babler stellt den Kanzleranspruch, das ist für Österreich eine gefährliche Drohung. Schauen wir uns einmal einige Punkte an. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass er anscheinend glaubt, Geld ist abgeschafft und er muss gar nicht mehr diskutieren, wo das Geld herkommt. Aber schauen wir uns die Arbeitszeitverkürzung an, die Sie angesprochen haben.
Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, warum man das fordert. Ja? Wir haben jetzt Vollbeschäftigung und jeder, der ein bisschen eine Ahnung von Volkswirtschaft hat, sagt, um Gottes Willen, in einer Zeit der Vollbeschäftigung eine Arbeitszeitverkürzung und zwar auf 32 Stunden zu fordern, das bedeutet, dass wir auf einen Schlag Hunderttausende zu wenige Arbeitskräfte haben. Warum? Wenn ich Arbeitszeit verkürze, muss ich die Arbeit trotzdem gemacht werden. Das heißt, ich muss neue Leute einstellen. Das war eine gute Idee zu Zeiten, wo wir viel Arbeitslosigkeit hatten. Aber jetzt bei Vollbeschäftigung eine totale Katastrophe. Das sagt jeder. Da können Sie fragen, wen Sie wollen. Also entweder er fordert das, weil er keine Ahnung hat. Das wäre sehr, sehr schlimm. Und da kann er sicherlich nicht den Kanzler Anspruch stellen. Oder er fordert es, um der Gewerkschaft eine Freude zu machen, wohl wissend, dass er damit Österreich massiv schadet. Weil wir, wie gesagt, durch diese Verkürzung unglaublich viele Arbeitskräfte nicht mehr, Arbeitsplätze nicht mehr besetzen könnten und wir noch mehr Zuwanderung brauchen würden. Und wenn er das bewusst macht, dann ist es noch schlimmer und dann hat er auch den Kanzleranspruch aus meiner Sicht verwirkt. Das heißt, ganz egal, was er sich denkt, wenn er so etwas sagt, also er ist auf jeden Fall kein Kanzler und man muss wirklich davor warnen. Mhm. Moment, Herr Kuba, ganz kurz. Wenn die Volkswirtschaft angesprochen sind, die sind ja in den letzten Tagen sehr oft angesprochen worden wegen der hohen Inflationsrate in Österreich. Und wenn ich mir dann anschaue, da wo diverse Vorschläge gekommen sind, aus verschiedensten Richtungen der Politik, also jetzt auch. Und da haben die Volkswirtschaftler gesagt, nein, das können wir nicht machen, das können wir auch nicht machen, das können wir auch nicht machen. Da waren einige Vorschläge dabei, wie wir es zum Beispiel in Spanien und Portugal haben. Schauen wir uns die Inflationsrate in Spanien und Portugal an, schauen wir uns die in Österreich an. Spanien und Portugal liegt jetzt, glaube ich, so bei 3,2%. Und die Volkswirtschaftler haben gesagt, nein, das ist alles ein Blödsinn. Also so gesehen würde ich mich auf die Volkswirtschaftler mal nicht ganz so verlassen. Das Zweite, wenn man sagt, wie wir damals den 8-Stunden-Tag eingeführt haben, und das ist schon lang her, hat es geheißen, die Wirtschaft wird zusammenbrechen und Österreich wird Schlusslicht sein. Nein, es hat dazu geführt, dass wir zu einer der 5 reichsten Nationen das der Welt war ja geworden ganz sind. Zeit. Ja, und jetzt kommen wir Sie zu einer anderen. Jetzt kommen wir zu, ja, wir haben damals auch praktisch Vollbeschäftigung gehabt, nur ja, zur Information. Genau, ja. Und vielleicht nur zur Arbeitszeitverkürzung. Eins müssen wir uns schon im Klaren sein. Und das heißt, wir haben jetzt Vollbeschäftigung. Was haben wir denn mit den Pflegerinnen und Pflegern? Die Pflegerinnen und Pfleger sind nach 5 bis 10 Jahren ausgebrannt, weil die nicht mehr können und fallen damit aus dem Arbeitsmarkt komplett heraus. Würden wir denen eine 6. Urlaubswoche geben oder die 32-Stunden-Woche dort einführen, dann würden die nämlich länger bleiben, könnten länger im Pflegedienst bleiben und wir müssten nicht irgendwo... Das ist ja Voodoo-Ökonomie, das ist ja unheimlich, was Sie da sagen. Wenn Sie den Pflegerinnen, ja, ich würde es Ihnen verwünschen, ich würde es Ihnen wünschen, eine 6. Woche oder 7. oder 8. Woche, ich würde es Ihnen wünschen, aber überlegen Sie mal, dann brauchen Sie ja jemanden in dieser Zeit, wo die auf Urlaub sind und wir haben ja jetzt schon keine. Also das heißt, Sie wollen Ihnen mehr Urlaub geben, Sie wollen Ihnen eine kürzere Arbeitszeit geben, ja, das hätten sie sich verdient, aber wir haben niemanden. Oh, wer sollen die Menschen pflegen? Ich weiß, die Sozialdemokraten sagen, ja, das wird halt dann automatisch, da kommt vom Himmel dann jemand runter und pflegt ihn. Nein, nur dann man muss sie das organisieren. Haben sie in 5 und Jahren das können sie anscheinend nicht. Dann haben sie in 5 Jahren überhaupt keine Pfleger mehr. Das ist das Problem. Meine Herren, ein wichtiges Thema wollen wir noch kurz ansprechen. Wir haben jetzt sehr viele inhaltliche Themen hier angeschnitten. Bildung? Wir können gerne noch einmal einen eigenen Insider mit Ihnen machen, Herr Gruber, aber ein wichtiges Thema wollen wir noch ansprechen. Und zwar Neuwahlen. Wären Sie dafür, dass es zu Neuwahlen jetzt kommt oder nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor ein paar Tagen habe ich mir gedacht, nein, wir werden keine Neuwahlen haben. Und ich glaube, heute hat der Herr Nehammer gesagt, nein, es gibt garantiert keine Neuwahlen. Ich bin mir jetzt sicher, wir werden sie im Herbst haben, wie jedes Mal, wenn die ÖVP sagt, wir haben keine Neuwahlen, dann hat sie es jedes Mal noch gegeben und die ÖVP ist ja, glaube ich, dafür bekannt. Wie viele Neuwahlen hat die in den letzten 30 Jahren vom Zaun gebrochen? Ich glaube, so ziemlich fast jede Legislaturperiode war es eine. Also es würde mich wundern, wenn wir jetzt im Herbst keine haben. Schauen wir mal, die SPÖ ist gerüstet. Und wie sehen Sie das, Herr Luger? Ja, ich würde mich natürlich freuen über Neuwahlen, denn jetzt muss abgestimmt werden, ob Österreicher und Österreicherinnen eben einen Babler wollen, einen Kommunisten, einen Marxisten, einer, der nicht rechnen kann und rechnen will, einer, dem das ganz egal ist, wo das Geld herkommt, der mehr Zuwanderung will und gewisse Dinge, die halt volkswirtschaftlicher Selbstmord sind. Da müssen die Österreicher abstimmen und meine Empfehlung ist natürlich, die FPÖ zu wählen, denn wir sind die einzige Kraft, die auch hier Stabilität an den Tag legt und wo man genau weiß, was wir wollen. Und von daher wären Neuwahlen natürlich sehr, sehr gut. Rechnen Sie damit, wenn es zu Neuwahlen kommt, dass sich die SPÖ massiv steigern kann und dann auch ÖVP und FPÖ überholt? Weil der Umfang ist sie aktuell auf Platz 3. Da bin ich mir absolut sicher, aus dem einfachen Grund, weil es am Ende des Tages, es gibt jetzt irrsinnig viele Leute, die echt angefressen sind. Das verstehe ich. Man kann auf diese aktuelle Regierung, Nehammer,
Kogler hat, das ist jetzt nicht das, was du wirklich wüsst, weil sie nicht die richtigen Antworten für die Inflation und so weiter finden. Da verstehe ich, dass es sehr viele gibt, die auch fressen sind. Allerdings, wenn es dann am Weg zur Wahlurne geht, geht es nicht nur darum, auch fressen zu sein, sondern auch zu schauen, wer hat vernünftige Konzepte. Und ich weise darauf hin, die FPÖ ist zwar im Abholen der Wutbürger extrem gut, da muss ich wirklich höchsten Respekt aussprechen, aber, und dem stimme ich auch zu, sie ist konstant im Fehlen von Konzepten im Bereich Bildung, Gesundheitssystem, Klimaschutz und so weiter. Und da ist sie sehr wohl konstant, aber der Wähler, die Wählerin möchten dann schon etwas haben, wo man sagt, damit kann man umgehen. Und ich gehe davon aus, dass die SPÖ wahrscheinlich, ich rechne, sobald Andi Babler das Konzept vorgestellt hat, ein paar Wochen später so um die 25-28% liegen wird. Und sollten wir nächstes Jahr um die Zeit Neuwahlen haben, definitiv mit Nummer 1 über die Ziellinie gehen wird. Ihr Abschlusswort, Herr Lugner? Herr Lugner, toll. Ja, also wenn man sieht, was die SPÖ dort macht, wo sie eben regieren kann, wie in Wien, wo sie also die Gebühren raufschraubt, wo eben Wien Energie, das im Eigentum der Stadt Wien ist, überhöhte Preise verrechnet, wo die Sozialisten auf die eigenen Leute schauen, aber nur auf die eigene Clique und auf die eigenen Genossen und nicht auf die Menschen. Wenn man das sieht, dann ist es eine gefährliche Drohung dieser Marxist Babler hier an der Spitze. Und ich bin überzeugt, dass wir nicht bei 28% liegen werden, also die Sozialisten, sondern eher bei 20%. Bei der nächsten Wahl, und das ist gut so. Und wenn wir bei 30% liegen, dann könnt ihr euch dann überlegen, ob ihr nicht als Juniorpartner möglicherweise, wenn ihr euch ein bisschen zusammenreißt und ein bisschen Vernunft walten lasst, möglicherweise dann von uns auch eingebunden werdet. Viele Themen, die wir noch weiter besprechen müssen. Zusammen, die ihre Wähler nicht anlegen. Dankeschön, meine Herren, für den Besuch hier bei uns im Studio. Wir gehen eine ganz kurze Werbeunterbrechung und sind gleich zurück.